wir schützen das Rad, Junge. Auf die machen wir eine leckere Brühe. Das bringt nicht so viel. Ist irgendwie. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. So im Kampf nicht meditieren können, das finde ich scheiße. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Ja. Nein, nein. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Wo ist das Viech? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist das Viech. Ah, ja. Das ist schon auf ein Viertel runter. Das verdirbt der Geschmack. Wir schützen es auf, auf die machen eine leckere Brühe. Ja, den habt ihr gleich. Nein. Nicht auf mich! Nicht auf mich! Das Fett köstlich. Da läuft mir das Wasser. Ich verpiss mich. Tschüss. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Ich mach das schon ganz tapfer. Ich sehr tapfer. Ich mach das. Ich glaube, meditieren würde es ganz beenden. Und den Kampf resetten. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nö. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt der Geschmack. Mit den HP, die ich habe. Ja, das sieht gut aus. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Bin gar nicht da. Weg hier, weg hier, weg hier. Flucht war bisher die beste Taktik. Mal schauen, wie lange das durchhält. Das die Taktik. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Kämpf dir mal. Du stinkst. Wissen, was kann ich essen? Das verdirbt der Geschmack. Das dürften wir für den finalen Schlag. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt der Geschmack. Das hat schon seine Gründe. Wir schützen es aus,
Letzter Schlag. Nice. Was war das? So macht man's. Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Kämpfen oder kämpfen. Diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen. Kuchen zum Abendessen. Sandkuchen. Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Nein, ich weiß ja nicht. Das würde nichts bringen. Ein Heiler kann ihr nicht helfen. Niemand kann es, fürchte ich. Ich muss etwas unternehmen. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben. Neue Pflichten. Dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst. Es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Na, ob der... Du hast mein Wort, Kind. Ob der sich dran hält. Ob der sich gebessert hat. Ich weiß nicht. Ich meine, spricht schon einiges dafür. Das Kind, was er aus dem Grab geholt hat und unter der Türschwelle begraben hat und so. Er hat sich schon ordentlich bemüht, seine Familie wiederzufinden. Also das ist schon... Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Es war richtig, dass du... 100 Kronen. Sehr schön. Damit ist unsere Aufgabe hier erledigt. Quest erfüllt. Jungt. Schauen wir mal in die Quests. Neben Quests haben wir noch einige. Ja. Das klingt für mich noch interessant. Wenn wir das noch finden. Im Jäger könnten wir noch sprechen.
Das Wappen von Novigrad. Das ist Venom. Okay, erstmal würde ich mal meditieren, weil das Brot uns sehr geholfen hat. Auch wenn das geholfen hat. Ein gieriger Gott. Das war auch mal eine Quest. Könnten wir jetzt noch machen. Westrell anwesend. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ja, ja. Der Schnellreisepunkt, den suche ich. Hier, einmal schnell reisen. So, das können wir jetzt fast zu Fuß machen. Ich bin bequem, ich nehme das Pferd. Weg mit dem Schwert, sofort! Ja, ja, ich bin schon weg. Gibt's was Neues? Habt ihr lang hier gewartet. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Ja. Bis dann. Nun, was können wir hier machen? Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Ja. Folge dem Allgott mit Hilfe deiner Hexersinne. Sprechender Stein. Wie leicht, glaube ich, die Bauern doch sind. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem niemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Aha. Nur so. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva. Ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet.
Kosten, Kosten. Und was ist mit der Hilfe, die ich Ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Im Arsch, sagt ihm gar nichts. Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Wir haben schon ganz andere Titans getötet. Und schon tot. Einfach durch den Flammenspucken durch. Ja. Das war's dann mit dem Allgott. 25 Kronen. Nice. Und den müssen plündern. Hier gibt es wahrscheinlich einiges. Das können wir gebrauchen auf unseren Reisen. Silberschwert hier. Ich frage für einen Freund. Tja, sieht nicht so aus. Und nun sprich mit den Bauern. Wir haben ein bisschen Essbares wieder mit. Ist nicht viel, aber naja. Timertiumbarren, Handwerkzutat. Aha. Nicht schlecht. Ein paar göttliche Zutaten. Gibt's was Neues? Gute Neuigkeiten. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat sich lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. Okay. Ja. Denen ist nicht mehr zu helfen. Wenigstens frisst er sich nicht mehr den Bauch voll. Ja. Gut, eigentlich müssen wir noch eine Quest machen. Ein oder zwei Quests brauchen wir noch, um Level 10 zu schaffen. Was haben wir denn hier? Finde das Anwesen der Familie Rücker. Es dürfte nicht zu schwer sein. Niederwürre, ach du Schande. Da gehe ich ja sehr ungern wieder hin. Westrell Anwesen. Los, in die Richtung. Nicht. Ach, das ist die Nachbarschaft von Niederwürre. Dort oben, da wo wir da waren, waren. Ich erinnere mich. Auf dem Weg zum Baum.
ja. Das muss das Herrenhaus sein, was die alte Frau meinte. Ach, die Geister, die müssen wir verjagen. Die Quest war das. Das Herrenhaus hat eine Na komm. So schwer waren die doch nicht zu besiegen. Wir hätten vorher meditieren sollen. Aber ja, mit ein bisschen Konzentration im Kampf. Okay, die sind jetzt tot. Töte die Monster im Anwesen. Okay, hier ist noch einer. Gästerstaub. Hier zu Dolores zurück, solange es nicht am Butcher ist. Lindenthal. Okay. Eine Montag nach Niederwehr. Damit wir eine Schnellreise machen können. Dann haben wir das auch. Nein, die Quest war nicht allzu schwer. Schadet nicht, ab und zu mal ein paar Sidequests zu machen. So, da müssen wir hin. Oh, wie schlimm. Okay. Dolores. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Verdammt! Nein, vielleicht hat sie jemand gestohlen. Mag sein. Es sind so viele Jahre vergangen. Aber geh zurück zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Er kommt schon von allein. Ja, wir holen uns natürlich hier dann noch die Truhe. Verdammt bin ich, wenn ich da ohne sehe. Und die Items der Power. Wo zeigt der Pfeil eigentlich hin? Ist das dieser für ein Schiff nach Skellige Quest? Die Wölfe.
Na, ja, ist ein Schiff nach Skellige. Keine Lust zu kämpfen. Ich werde doch hier wohl nicht sterben. Okay, wo ist ihr Haus? Saphirstaub, nicht schlecht. Das Herrenhaus. Hier vielleicht. Ah, Dolores. Schön, dass sie jetzt ein Haus hat. Seilen. Eine Truhe gibt es hier nichts. Nichts. Ich kann dir nicht genug danken. Ich habe dir eine Belohnung versprochen, weißt du noch? Sie ist in einer Truhe in der Scheune. Kommst du zurecht? Ich hoffe, die Monsterschäden waren nicht so schlimm. Die waren ordentlich. Aber der Zahn der Zeit hat wohl noch mehr daran genagt. Aber deswegen zerbrich ich. Oh, am Captain Dialog. In der Scheune. Das kleine Ding hier. Scheinschlüssel. Dass sich damit aufsperren lässt. So, wo haben wir hier eine Scheune? Das sieht mir stark nach einer Scheune aus. Leinen nehme ich auch. Okay, da kommen wir wohl durch einen anderen Eingang hinein. Ah ja. Hier hat mal jemand gewohnt. Von der Kiste irgendwo eine Spur. Smaragdstaub. Thank you.